Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nochmal zum Hahnrupfen. Das könnte aber auch der letzte Hahnrupfen sein, weil weiter ist mir keiner bekannten dieses Jahr, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Wetter sieht nicht gut aus, ganz schön regnerisch, soll auch noch Gewitter kommen. Wollen wir hoffen, dass das Wetter ein bisschen hält. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich muss jetzt erstmal noch 25 Kilometer laufen. Auto habe ich abgestellt, wo das dann Hahnrupfen stattfindet. Treffen tun sie sich aber am Sportlerheim, deswegen heißt es jetzt für mich erstmal noch Fußmarsch. So, dann wünsche ich viel Spaß und gucken wir mal, wer Erntekönig wird. Die Kapelle war noch nicht einsatzfähig, da machten die Mädels eben erstmal selber Stimmung. Jetzt ging's aber richtig los. Bevor es durchs Dorf ging, wurden hier erstmal zwei Tänze gemacht. Jetzt ging es in Richtung Festplatz. Vorne weg die Erntekrone. Die Reiter dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein Hahnrupfen ohne Reiter geht ja nicht. War schon eine ganz schöne Strecke bis zum Festplatz. Zumal ich dir gerade in die andere Richtung gelaufen bin. Naja, irgendwann hatte man es denn geschafft. Noch einmal durch die Pforte und dann konnte es bald losgehen. Musik.
Die Mädels sind schon mal in Position. Und die Reiter warten auch schon. Hier auf der Kutsche sitzen die Leute, die für die Pforte zuständig sind. Und hier wird auch schon der Hahn angebracht. Na, höher geht's wohl nicht. Wer soll denn da rankommen? Aber der Hahn wird ja nach und nach immer tiefer gehängt. Erstmal ein paar Trostpreise angeln. Die ersten Trostpreise sind weg, also werden ein paar neue angehangen. Und der Hahn kommt auch gleich ein Stück tiefer. Ich habe natürlich auch in diesem Video viele Versuche gar nicht erst verwendet. Solch ein Hahnrupfen geht ja normalerweise um die 3 Stunden. Und so lange soll das Video natürlich nicht gehen. Ein paar Versuche gucken wir uns natürlich an. Hier hatte ich es mir mal bequem gemacht. Zum Glück hatte ich einen Campingstuhl im Auto. Da brauchte ich nicht die ganze Zeit zu stehen. Ja, der Hahn hängt ja eindeutig zu hoch. Da muss die Kutsche nochmal kommen. Das sieht doch schon besser aus. Genau, hätte ich genauso gemacht. Da fehlt aber immer noch ein Stück, ehe man an den Hahn rankommt. Und die Reiter stehen schon in den Steigbügeln. Da haben's die Mädels einfacher. Der Hase macht sein Ding im Glas.
Ah, hier gibt's sogar mal ein Seepferdchen. Hatte ich bis jetzt auch noch nirgends gesehen. Und hier ist es auch schon wieder weg. Na, das Pferdchen will wohl nicht mehr. Eieieiei. Der Hahn hängt eindeutig immer noch zu hoch, also muss die Kutsche nochmal kommen. Ja, länger ist die Kette nicht mehr, also jetzt muss es langsam mal was werden. Nass gespritzt wurde man ja auch noch. Geht ja gar nicht. Jetzt kommt man wenigstens ran. Zwischendurch mal ein bisschen die Annemarie gucken, hatte man ja schon lange nicht mehr. Aus dem Hahnhals ist langsam ein Gänsehals geworden, da sind schon gar keine Federn mehr dran. Fast. Nun muss es aber langsam mal klappen. Na bitte, sah so einfach aus. Damit steht auch schon der erste Erntekönig fest. Naja, schon ist gut. Einen Kranz und dann einen Ehrenritt durch die Pforte. Die Flügel sind natürlich etwas höher, deswegen muss der Hahn etwas tiefer. Sonst kommt man ja wieder ewig nicht ran. Also die Höhe könnte passen. Ran kommt man. Hat ja fast geklappt. Ah, die Kutsche rückt nochmal an. Der Hahn wird abgehängt, da werden bestimmt die Flügel ein bisschen angeschnitten. War wahrscheinlich wieder ein zäher Gockel.
jetzt aber mal los. Das Video ist gleich zu Ende und es sind immer noch beide Flügel dran. Geht ja gar nicht. Nochmal abhängen. Jetzt aber. Na also, geht doch. Und auch der zweite Erntekönig steht fest und macht seine Ehrenrunde. So, einer geht noch. Wir haben bloß noch 5 Minuten. Der Flügel hängt anscheinend immer noch ziemlich fest. Na bitte, geschafft. Natürlich gibt's hier auch noch eine Ehrenrunde. Aber irgendwie hatte der zweite und der dritte gar keinen Kranz bekommen. Egal, ist hier vielleicht so. Ja, der Hahn ist gerupft, eindeutig. Jetzt müssen sich die Könige natürlich noch ihre Königinnen suchen. Das darf auch hier in Wilmersdorf nicht fehlen. Augen verbunden werden hier nicht, aber die Jungs lassen sich viel Zeit. Ist ja auch eine schwere Entscheidung. Irgendwie traut sich keiner so richtig. Naja, der erste hat sich schon mal entschieden. Nee, das dauert mir hier zu lange. Wir haben ja noch ein anderes Spiel. Und zwar Hahn fangen. Natürlich nicht den Hahn, der gerade an der Pforte hing, sondern einen anderen. Und hier guckt er auch schon durchs Gitter. Vorher aber nochmal Aufstellung zum Gruppenfoto. Jetzt auch mit alle drei Königinnen. Die Herren haben sich doch noch entschieden. So, hier hieß es jetzt Hahnfang. Und der will gar nicht raus. Ah doch, jetzt. Na jetzt aber hinterher.
Irgendwo bei der Kapelle hatte man ihn dann gefangen. Da kam ich mit dem Film gar nicht hinterher. Genau, nochmal in die Kamera halten. Dem Hahn war nichts passiert, ich hatte ihn sogar wieder nach Hause gebracht. Die Hühner hatten sich gefreut. So, damit war das Hahnrupfen auf dem Festplatz beendet. Jetzt ging es wieder zurück zum Sportlerheim. Dort gab es dann am Abend noch den Erntetanz. Ich kann mich an dieser Stelle verabschieden und sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye.